Ja, so explodiert ein Magma-Kern ganz bestimmt. Let's rock. Sagt den Rebellen, dass sie sich ergeben sollen. Ansonsten wird der Todesstern euren kompletten Planeten zerstören. Nein. Du glaubst nicht, dass wir das machen können? Nö. Dann führe ich dir jetzt mal eine kleine Demonstration vor. Todessternschütze, zerstöre den Mond. Alles klar. Der schöne Mond. Was kann der denn dafür? Ist das alles? Ja, das ist alles. Komm schon, wir haben gerade den Mond zerstört. Es ist gar nichts passiert. Dein Planet könnte der nächste sein, das ist gruselig. Nicht wirklich, wenn ich nicht dabei zusehe. Genau meine Worte. Fenster. Sind wir jetzt hier fertig? Kannst du dir wenigstens vorstellen, wie schrecklich das gerade war? Stell dir einen grünen Laser-Todesstrahl vor. Ich denke, es ist eher blau. Ich dachte, es wäre eher Türkenkies. Du meinst Türkis, oder? Türkenkies, ja, bestimmt, ganz bestimmt. Oder? Okay, wir machen das anders. Rich, komm her. Okay. Hör zu. Ich bin der Todesstern und du bist der Mond, den wir zerstören. Okay. Voll erwischt. Was machst du? Du... Nein! Du ja, sehr angsteinflößend ist das natürlich. Wenn ein Mond so explodiert, erwischt. So machen das die Monde also. Ist ein Mond. Perfekt. Ein Mond spricht nicht. Ach, verdammt. Larry? Okay. Ich wärme mich mal ein bisschen auf. Okay. Ah, links, rechts. Okay, und los. Ja, so explodiert ein Mond bestimmt, Alter. So funktioniert's. Und jetzt explodiert dein Magma-Kern. Ja, so explodiert ein Magma-Kern ganz bestimmt. Ja, sehr, sehr gut. Super, okay, und jetzt beide. Ihr seid ein Einwohner, der gerade sieht, wie der Mond zerstört wird. Oh nein, der Mond! Oh nein, der Mond! Ohne einen Mond spielen all unsere Gezeiten verrückt! Unsere küstengelegenen Ackerländer werden überschwemmt! Oh, Prinzessin! Oh nein! Warum? Ja, die befummelt erstmal ihr Handy. Warum hast du deinen Freund Luke, den Farmer, im Stich gelassen? Ja, ich kenne keine Farmer. Ja, aber du bist die Prinzessin. Nicht. Du musst dich um die Einwohner kümmern. Ja, offiziell schon, aber nein. Zerstöre den kompletten Planeten. Sir, wir haben gerade erst einen Laserstrahl auf den Mond geschossen. Ja und? Schieß jetzt auf den Planeten. Es dauert 14 Stunden, bis es sich wieder aufgeladen hat, Sir. Scheiße, Alter. Ja, hast du Scheiße gebaut jetzt. Nicht gerade sehr beeindruckend. Trotzdem, wir haben nach wie vor euren Mond zerstört. Sir, wir haben den Mond verfehlt. Dumm, Mann. Das sind die perfekten Bösewichte, die es auf der Welt gibt. Die sind ja top. Das toppt nicht mal Team Rocket, Mann. Wie konntet ihr den Mond? Das ist, als würde man die Breitseite von 10 Millionen Scheunen verfehlen. Alles gut, Lothraeder. Kartoffeln bestehen aus Pommes. Also gut, Prinzessin. Kartoffeln bestehen aus Pommes. Ja, mit Sicherheit. So funktioniert die Wirtschaft. Ach, die Wirtschaft. Die Natur. Tim, du hast 14 Stunden Zeit, um dich geschlagen zu geben. Oder euer Planet wird zerstört. Ach ja, ich hab gelogen. Das Versteck ist nicht da. Du wolltest also einfach zulassen, dass wir 4 Milliarden unschuldiger Leute töten? Ihr trefft nicht mal den Mond, Mann! Na gut, so ein Planet ist größer, aber trotzdem. Das ist kalt. Okay, auch wenn ich denke, dass es kalt ist, werde ich jetzt den verdammten Todessternschützen umbringen. Oh. Richtig schmerzvoll. Vor all seinen Freunden. Warum? Ich bin so unartig. Ja, sehr unartig. Du hast Schützen, die den Mond verfehlen. Das ist sehr unartig. Das ist wirklich sehr unartig.